Viel schlafen, viel trinken, nichts essen. Altbekanntes Spiel, gut um die Zeit zu strecken. Vor allem kommt man so schafft man es eigentlich ziemlich gut, lange zu überleben, indem man seine Nahrung streckt, solange es geht. Weil alles, was wir nicht an Ressourcen alles, was wir an Ressourcen einsparen in der Zeit, ist gut gemachte Zeit im Grunde, die uns weitergebracht hat. Trinken sollte man auf jeden Fall in der Zeit, weil Wasser ist ja gut zu bekommen. Und wir haben ja eh viel zu viel Wasser und wir müssen ja eh leichter werden. Also schadet uns das Trinken überhaupt nicht. In den späteren Folgen werden wir dann noch feststellen, dass wenn tatsächlich mehr als ein Wert im Keller ist, es deutlich schneller mit dem Leben runtergeht und da Trinken ja kein Problem ist, sollte man auf jeden Fall trinken, die Person trinken lassen. Nicht erfrieren, nicht vor Erschöpfung, das ja, geht das von selbst weg, wenn man schläft, aber wenn solange es nur Starving ist, also verhungern, geht das. Was machen wir jetzt? Wasser holen? Ja, wir haben ja so wenig. Ja, habe ich jetzt genommen anscheinend schon. Nochmal 6 Stunden schlafen. Wir sind ein ganz volles Pack heute. Und die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch. Oh, wir sind dehydriert. Nicht gut. Und das, wenn wir vollkommen dehydriert sind, trinken wir fast 700 Milliliter Wasser. Das ist ungefähr eine kleine, also so eine Glassprudelflasche, wie ich gerade neben mir hier stehen habe. Ja, verhungern tun wir immer noch. Fatigue steigt natürlich auch. Es wird natürlich nicht besser. Schön die Nahrung strecken. Also ich leg's euch, wenn ihr das Spiel holt, ich leg's euch ans Herz. Ich hab's jetzt bei keinem anderen Let's Player gesehen. Also das ist meine eigene Idee. Wir haben schon 24 Tage überlebt. Das war meine eigene Idee, wo ich gesehen habe, dass die Kalorien, wenn die auf Null fallen, dass sie nicht ins Minus gehen. Früher gingen sie nämlich ins Minus, da konnte man das nicht machen. Aber so kommt ihr ganz gut auf die Zeit. Und ich habe auch schon von einem gelesen, der 100 Tage geschafft hat und ich will das auch schaffen. Vielleicht schaffe ich ja sogar noch mehr. Wenn es ganz gut läuft und ich... Tatsächlich, wenn ich nicht von einem Wolf gefressen werde, ich glaube, dann packe ich das auch. Die Wölfe sind einfach mein größtes Problem. Selbst wo ich das in der allerersten Folge auf so super schwer gemacht habe, waren mein größtes Problem tatsächlich immer noch die Wölfe. Oh, nur noch 25% Condition. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie lange wir schon leben. Weil ich immer quatsche und nicht aufpasse. Selbst wenn ich schon bloß hinschaue, passe ich nicht richtig auf. Ich bin echt ein Superspieler. So, 25 Tage. Wir haben die Trophäe nicht bekommen, also hat es anscheinend doch gezählt. Man darf anscheinend gar keine Tiere, egal ob offensiv oder defensiv, töten. Oder weil wir gefischt haben, es kann auch sein. Wir haben halt einfach Tiere getötet in der Zeit und das hat uns die Trophäe gekostet. Aber ehrlich gesagt, die Trophäe ist mir jetzt nicht so wichtig. Die 50 Tage ohne einen Schuss abzugeben, dann schon eher. Ich könnte jetzt natürlich noch Holz sammeln, wie ich gerade versucht habe, aber lieber nicht. Da werde ich bloß wieder schwerer. Oh ja, ein paar Materialien haben wir. Ah, warum auch immer wir gerade jetzt Tinder holen, ich weiß es gar nicht. Okay, so kann man die Zeit natürlich noch richtig gut nutzen. Andererseits, Tinder brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. 5-mal Tinder-Plug, ja, das haben wir unbedingt gebraucht. Keine Ahnung. Also wenn ihr Holz sammelt, solltet ihr das auch machen. Im Haus und vielleicht auch außerhalb des Hauses. Während ihr keine Nahrung habt, weil das kostet 300... Es kostet einfach haufenweise Kalorien. Und es beeinträchtigt euch auch nicht, wenn ihr es habt oder nicht. Also, wenn ihr was zu essen habt oder nicht. Ist vollkommen egal. Also macht das lieber, während ihr 0 Kalorien habt. Ach, noch 19%. Da kann man auch ein bisschen schlafen. Lieber noch 5 Stunden. Einfach nur, weil ich nicht weiß, wie schnell das dann irgendwann rapide abgeht. Es wird mir auch wieder nicht angezeigt, wie lange ich lebe. Ist egal, ich trinke erstmal noch. Ach, 14%, da können wir noch ein bisschen schlafen. Alles gar kein Problem, wir haben es ja.
Und jetzt wird's gleich dunkel. Was vielleicht auch nicht so toll ist, weil dann finden wir eventuell das Essen nicht mehr, wenn wir es brauchen. Ach, wir sind noch bei 11%, gar kein Problem. Ich trinke nochmal einen kleinen Schluck. Und beim nächsten Mal aufstehen geht's uns wirklich schlecht, weil wir dann unter 10% fallen. Oh, dann ist es kurz vor 5. Ich glaube, dann sollten wir vielleicht aber hoffentlich auch mal anfangen, was zu essen. Ich weiß, dass ich nicht verhungert bin in der Zeit. Aber irgendwie habe ich trotzdem Angst, dass was passiert. Ich weiß auch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr manche Filme seht und ihr wisst eigentlich, wie sie ausgehen und trotzdem denkt ihr an manchen Stellen, tu das nicht und hoffentlich passiert jetzt nicht das? Also die einen halt so richtig mitreißen, egal ob man weiß, ob's... Das ist irgendwie ein ganz faszinierendes Phänomen. Oh, wir sind auf Droge. Droge. Am besten nicht, ich habe jetzt einen Fressflash. Ich esse erstmal was. Die Sachen, die zuerst ablaufen. Und zwar esse ich immer erst das... Ja, die Cracker soll ich jetzt auch essen. Und ja, ich nehme erstmal alles mit. Ist doch egal. Ach, halt die Klappe. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Nahrung wieder, um auf die Beine zu kommen. Ja, Hundefutter, immer gut. Was Hunden gut tut, tut Menschen noch besser. Ah, 500 Kalorien. Jetzt geht's uns wieder gut. Mehr oder weniger. Jetzt haben wir wahrscheinlich erstmal Durchfall. So, das habe ich jetzt nochmal nachgemacht. Das klang das letzte Mal ein bisschen besser. Man kriegt nämlich Durchfall, wenn man so lange nichts mehr gegessen hat. Also nachdem man lange nichts gegessen hat und dann richtig ausgiebig isst, kriegt man... Oh, da liegt ja noch was. Antiseptikum. Wer weiß, wie oft ich das schon übersehen habe, sowas. Kriegt man nämlich gerne Durchfall, weil einfach die Darmbakterien noch nicht so weit sind. Also befasst euch mal damit. Genauso habt ihr ein Problem, wenn ihr sehr stark verhungert seid und dann sehr viel esst. Dann bringt euch tatsächlich das Essen um. Aus dem einfachen Grund... Oh, schon 9%, jetzt geht's wieder gut. Aus dem einfachen Grund, dass der Körper nicht damit klarkommt... Ja, ist das Häschen. Der Körper nicht damit klarkommt, dass er mit einmal von Fettverbrennung auf Kohlenhydratverbrennung umsteigen muss. Und ja, im Grunde hat es zur Folge, dass wir tatsächlich ersticken. Ja, du erstickst dann einfach tatsächlich. Das hat was mit körperlichen Prozessen zu tun. Befasst euch mal selber damit. Oh, ein paar Cracker, die könnt man essen. Hm, wir hören unseren Herzschlag schon. Ich habe jetzt einfach Angst, dass wir ins Minus geraten. Allerdings ist der Vorteil, dass wir ja immer angezeigt bekommen, wie es um uns geht. So, oder die können wir gleich trinken. Dann haben wir noch mehr Kalorien. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder jetzt ein bisschen hochkommen. Vor allem mit dem Leben. Und dazu brauchen wir natürlich was zu essen. Komisch, wir sind mit ein ganz klein bisschen Essen hierher gekommen und jetzt gehen wir wahrscheinlich mit nichts mehr nach Hause. Dafür haben wir natürlich ein paar Tage totgeschlagen und trinken erstmal ein bisschen Tomatensuppe, die hoffentlich mit ein bisschen Reis ist. Naja, Wasser brauchen wir. Wasser haben wir einfach so unendlich viel. Noch ein bisschen schlafen, dann sind wir wieder fit. Wie ein Turnschuh und dann können wir auch nach Hause. Schade, dass wir mit so einem Messer nicht einen Speer bauen können oder so, fällt mir gerade ein. Muss doch eigentlich zu machen sein. So ein primitiver Speer muss doch drin sein, den habe ich mir auch schon selbst gebaut, also. Möglichkeiten gibt es viele. Nicht zu viel nehmen, dass wir nicht überladen sind. Oh, ob wir das Wasser alles mit nach Hause kriegen, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Vor allem können wir nicht mehr allzu lange bleiben, weil unser Essen dann auch wieder irgendwann alle ist. Was ziemlich schlecht ist. 85%, 27 Tage schon. Wir schlagen uns ganz gut, finde ich. Ja, bis 5 muss es schon sein. Also bis kurz vor 6 in dem Fall. Wie gesagt, wir schlagen uns echt super. So, wie spät haben wir es denn gerade eigentlich? Ach, ob wir das alles mitnehmen können? Ich glaube eher nicht.
Ein halber Liter. Lass mal 3,5 Liter hier. Egal. Ich meine, darauf bin ich jetzt nicht unbedingt angewiesen. Oh, ist schon fast um 2 wieder. Früh um 2 wohlgemerkt. Und wir haben auch schon wieder Hunger. Ah, wir können natürlich noch diesen schönen Mantel zerschneiden. Das sind 2 Kilo. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was wir da zerreißen. Wird schon irgendwas gewesen sein, was wir nicht brauchen. Natürlich noch was trinken. So viel Gewicht verlieren wie möglich. Und jetzt gucken wir, können wir das Wasser mitnehmen? Ah, ganz knapp sind wir drüber. Irgendwas muss noch möglich sein. Ah, die Jeans können wir zerschneiden. Und dann haben wir es. Dann können wir tatsächlich alles mitnehmen, was wir wollen. Hätte, hat auch geklappt. Und wir haben schon wieder fast Hunger. Natürlich bricht jetzt ein Sturm aus und jetzt können wir aber nicht mehr hier bleiben, weil sonst verlieren wir wieder Leben und das geht nicht. Angeschlagen würde ich niemals draußen so gerne rumlaufen, sofern das meidbar ist. Glücklicherweise ist der Hund nicht da. Und ich bin auch nicht so versessen drauf, ihn zu finden. Gut, keiner da. Wie gesagt, wenn ich es nicht schaffe, bei The Long Dark durchzuhalten, dann werde ich ein Spiel für mich machen, wo ich dann irgendwann mal so lange wie möglich alles strecke und ja. Wenn man für sich spielt und nicht kommentieren muss, dann spielt man da sowieso deutlich besser, ist mir aufgefallen. Viel konzentrierter, es kennt wahrscheinlich jeder, der selber aufnimmt. Man muss ja sonst zwei Sachen gleichzeitig machen, man muss reden und man muss gleichzeitig aufpassen, was man tut. Und wenn man nur noch aufpasst, was man tut, ist man logischerweise konzentriert. Es hat jetzt was mit Multitasking zwar zu tun, aber Multitasking ist tatsächlich auch bei Frauen nicht so gut, weil Frauen zwar mehrere Sachen gleichzeitig tun können, klischeehaft. Es ist nämlich nicht wirklich so. Denn alles, was man multitaskingmäßig macht, macht man schlechter. Und auch Männer können Multitasking, das ist nämlich nur eine erlernte Fähigkeit. Mehr ist das nicht. Bloß Männer sind irgendwie darauf programmiert, alles nach und nach zu machen und ich finde das auch nicht schlimm. Es ist okay, wenn man alles nach und nach macht. Und warum es jetzt wärmer wird, weiß ich nicht. Jeden Fall erfrieren wir langsam. Und wir verhungern schon wieder. Das ist nicht so gut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit finden, an Essen zu kommen. Essen wäre jetzt ganz praktisch. Und man glaubt ja gar nicht, wie in so einer Situation ein Müsli-Riegel über Leben und Tod entscheiden kann. Vor allem, weil Müsli-Riegel erstens lecker sind und zweitens haufenweise Kalorien enthalten. Ist tatsächlich so. Und Wölfe entscheiden auch über Leben und Tod. Ob sie einen anfallen oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich angefallen wurde. Ist egal, ich gehe jetzt einfach mal ins erstbeste Haus rein. Einfach nur, um mich sicher zu fühlen. War ich in dem Haus schon mal drin? Sieht nicht so aus, da gibt's Erdnussbutter. Hurra! Und wir sind überladen, weil die Erdnussbutter so extrem schwer ist. Ah, Newsprint Roll. Cedar Firewood nehme ich auch gerne. Wir verhungern eh, also ist es egal, wenn wir überladen sind oder nicht. Normalerweise ist es nämlich so, wenn du überladen bist, dass du haufenweise Nahrungsmittel haufenweise Kalorien verbrauchst. Ah, noch eine Zeitung. Da ist nichts drauf. Da ist bloß wieder so ein Bild gewesen. Jetzt könnte ich eigentlich das tolle Spiel wieder durchziehen. Aber ich gucke erstmal, ob ich hier irgendwas finde. Oh, da liegt wieder was. Tatsache. Eine Bandage. Na, okay, darum meckere ich auf jeden Fall nicht. Bandagen kann man ja immer gebrauchen, vor allem bei vielen Wirfsangriffen. Noch mehr Wasser. Genau das, was wir jetzt brauchen. Oh, ist ganz schön laut. Die spielt zu viel mit dem Wasser.
Die Handtücher kann man natürlich auch nicht benutzen irgendwie. Schmerzmittel, immer diese Drogensüchtigen, die sie auch gleich mit Orangensoda runterspülen müssen. So, was haben wir da drin? Nichts. Das ist nicht viel. Nur frische Bergluft, die natürlich auch ganz gut ist, aber die bringt uns hier nicht so viel. Da ist auch wieder nichts drin.